So, willkommen zurück, mal ganz kurz. Ja, es steht fest, da unten bei dem Sägewerk hier ist der Wareneingang nicht sehr groß. Der ist auf der NF bedeutend höher. Hier ist bei 50.000 Schluss, ne? Auf die NF konnte ich mindestens 100.000 ballern. Ja gut, Brennstoff ist noch okay. Das Problem ist, Hackschnitzel gibt es hier auch so gut wie gar keine. Da guckt nichts bei rum. Da vielleicht ein Scheiß. Was ich jetzt noch probieren wollte, also ist voll, ich habe jetzt den anderen Baum, der liegt jetzt einfach rum, ne? Das Stück. Was ich jetzt probieren wollte, da unten ist ja ein zweites Sägewerk. Ich wollte gucken, was das für eine Annahme ist, was das macht. Weil da ist ja auch unten eine Warenannahme. Jetzt will ich mal gucken, ob man da auch einfach was hinschmeißen kann und ob das auch produziert. Aber wo ist denn dann da die Warenausgabe? Das ist die zweite Frage. Ich hätte gerne einen Hacker hier. Jetzt stellt sich die Frage, gibt es hier, ach, hier ist Direktverkauf. Und dann kann man Holz verkaufen. Das ist die Warenannahme hier. Das ist hier praktisch der Teil des Sägewerks für Verkauf. Ja, hier haben wir jetzt also keinen stationären Hacker. Gibt es sowas als platzierbares Objekt? Dann muss ich mir sowas reinnehmen. Obwohl, kann ich mir eigentlich auch einen Jens-Hacker holen, ist dann auch egal. Das Problem ist folgendes: Ich möchte ein paar Hackschnitzel haben. Ich brauche sogar relativ viele Hackschnitzel, um danach halt bei der Bretterproduktion auch mal richtig loszulegen. Nicht Bretterproduktion, Leerpaletten. Ich glaube, die brauchen auch wieder Hackschnitzel. Tja, und da gucken ja nun mal gar keine Hackschnitzel raus, ne? Hier. Aber nur die Bretterpaletten brauche ich eben auch nicht. Das ist jetzt saublöd. Tja. Na gut. Ja, für so direkt verkauft, das ist ja Käse, das brauchen wir ja nicht. Da wird immer noch nichts angezeigt, der Wert steht ja auch immer noch auf 0%. Ich denke, ich werde jetzt mal zurückgehen. Wie sieht es denn aus? Sind wir bei 100 mit dem Kompost? Steigt der Kompott noch? Ja, der steigt noch. Dann lassen wir den noch weiter steigen. Wir gehen mal in den. Ja, wir können den Kameraden ja mal kurz hinfahren. Aber dazu sollten wir mal. So, okay, ein bisschen das erhöhen hier. Wo ist meine Pedalerie? Gut. Ach so. Ich kann nicht losfahren, wenn. Ja, natürlich. Ich sollte vielleicht die Bremse lösen. Los geht das. So. Ui, wo hänge ich? Okay, ich hing anscheinend nur. Ha! Okay. Dann fahren wir das jetzt zum. Schon mal zumindest zum Gartencenter hin. Wahrscheinlich fahre ich dabei ein Schild um. Und dann holen wir uns. Ja, holen wir uns gar nichts. Doch. Wir können uns dann erstmal einen Ladewagen schnappen und also ich alleine wahrscheinlich, weil das kennt man ja eigentlich, ne? Ui, ich fahre ganz schön schief, sag mal. Und dann werde ich ein bisschen Stroh fahren. Und dann werde ich mir ein bisschen Kompost holen und werde das schon mal oben an die 31, an die 14 fahren. Und werde. Uiuiuiuiui. Aber an die 31 ist übrigens auch eine gute Idee. Jetzt habe ich bestimmt das Schild umgefahren. Egal. An die 14 fertig grubbern. Dann kann man die nämlich mal besäen. Ich glaube, die habe ich die Drille schon hin. Ich bilde mir ein Jahr. Die ist sogar voll, aber ich habe noch ein bisschen Saatgut, habe ich noch auf dem Hänger. Auf dem Universalhänger. Also wie gesagt, Dünger gibt es keinen mehr. Müssen wir jetzt einfach darauf verzichten. Mein Gott, ist der Schlepper dreckig. Müssen wir einfach darauf verzichten. Es gibt jetzt biologischen Dünger, Kompost, Mist und Gülle. Mehr ist nicht mehr drin. Kalk ab und zu mal, okay. Aber in Maßen zu genießen. Wobei auf der anderen Seite müssen wir natürlich gegen die ständigen Stickstoffdüngung des Bodens, müssen wir natürlich auch mit Kalk eigentlich gegensteuern. Ja, mal gucken, aber dann wäre es natürlich wieder teuer, weil wir ja dann Kalk einkaufen müssen. Ja, Schicksal. Wird nicht viel nutzen. Wattensheet. Ja, ich habe gedacht, ich kann euch mehr zeigen oder dass mehr passiert ist. Aber irgendwie, nö. Ich komme im Moment nicht so richtig vom Fleck. Ja, mir fehlt einfach ein zweiter Schlepper. Mir fehlt die Möglichkeit, dass ich sage, okay, ich habe so viel Kohle, ich stelle einen Helfer ein. Auch das fehlt mir ein bisschen. Mir fehlt ein bisschen jetzt dass ich Gärreste schon mal auch habe und was. Richtig effektiv. Ich werde mir demnächst dann, wie gesagt, dieses Cotti Universalfass holen. Wohl heute noch, weil, wie gesagt, Kompott steigt immer noch. Und ich bin bereit für über 1600, was er jetzt wohl ist, dann zu verkaufen. Jetzt gucken wir mal, wenn das Steigen aufhört, verkaufe ich ihn. Vorher aber nicht. Alter! Ach so, das ist der Autosave. Alles wird gut. Ja, komm, dann speichere auch. Danke. Schlückchen Feierabendbier. Ja, und für Sven oder Sascha, falls ihr das seht,
jetzt am Donnerstag, Freitag will ich endlich auch mal wieder auf den Server kommen, wenn auch nur für ein, zwei Stunden. Letzte Woche war ich zu platt, ich habe es aber nicht geschafft. Ich meine, das ist ja immer noch ein freiwilliges Ding. Abgesehen davon gehöre ich, glaube ich, noch zu denen, die relativ oft da sind, wenn ich da andere Leute sehe, die wirklich nur da sind, wenn gestreamt wird. Ja gut, die sind dann im Moment vielleicht sogar öfter da, weil gestreamt wird ja, aber auf andere Karte, so wie ich das mitgekriegt habe, ne? Naja. Ich mache mir da mal keinen Stress. Ich meine, wenn er mich vom Server kicken wollte, dann tut er das sowieso, also von mir aus. Ab und zu bin ich da. Dann passt es schon. Jo, jetzt heißt es Kompott verkaufen. Na, Kompost natürlich, nicht Kompott, ne? Früchte haben wir ja nicht. Auf der Löschhügel, die haben wir auf der NF. Da werde ich auch noch weitermachen. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob die NF nicht vielleicht sogar vor diesem Video dann schon draußen ist. Die NF-Version, weil, ui. Weil es sein kann, dass ich hier schon wieder drei Folgen drauf gemacht habe. Ich mache immer drei Folgen Bio, also hier Löschhügelland. Eine Folge NF. Bin ich jetzt dran vorbei? Nee, alles wird gut. Erst nachher. Es geht erst da drüben weg. Da geht's zum Gartencenter. Weil nur beim Gartencenter kann man, glaube ich, soweit ich weiß, Kompost verkaufen. Hui. Komische Fahrerei, die ich jetzt haben mache, aber egal. Passt schon. Ja, es kann durchaus sein, dass Stalker kommt sowieso erst. Dann kommt der Farming Simulator. Die Frage ist nur, ob vielleicht erst die NF-Variante kommt. Das kann sein. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob erst die noch kommt oder erst die NF. Müsste ich lügen. Aber ich glaube sogar, es kommt erst die. Ja, also da muss ich mir was überlegen. Ich brauche einen Jens-Hacker. Weil ich möchte gern mehr Hackschnitzel haben. Oder gibt es irgendwo eine Produktion, die ich verpennt habe, wo Hackschnitzel rauskommt? Wahrscheinlich. Ich werde dann wieder vom Sven irgendwo einen Bericht kriegen. Da und da musst du hin. Oh, okay. Weiß ich nicht. Also ganz ehrlich. Keine Ahnung. Vielleicht warte ich noch mit dem Jens Hacker. Vielleicht krieg ich die Info noch. Und dann wäre es peinlich, einen Jens Hacker gekauft zu haben, den ich gar nicht brauche. Naja. Schauen wir mal. Wobei, wenn, hole ich mir den eben mobil. Irgendwie auf dem LKW oder auf dem Ponzer oder keine Ahnung was. Mal schauen, da gibt es genug Möglichkeiten, wenn es ein Mod ist. So, abkippen tun wir es aber jetzt noch nicht, glaube ich. Ich denke, wir sehen uns wieder, wenn der Preis richtig gut ist und ich dann auch nochmal eine Einkaufstour mache, nämlich für Kotte Universal. Und vielleicht sogar für ein Güllefass, muss ich gucken. Wobei das nicht sinnvoll ist, weil ich nicht genug Gärreste habe. Ich müsste erstmal schauen, dass ich jetzt die... Huch, ich bin zu weit gefahren. Dass ich erstmal die... Ah ja, deswegen. Ich bin tatsächlich bei Trigger drüber gefahren. Die BGA ein bisschen voll kriege. Da habe ich ja noch nicht wirklich was geschafft, wenn wir ehrlich sind. Naja. Bis dann. Fahren wir jetzt mal ein bisschen Stroh. Wollte schon Gras sagen. Ja, Gras muss ich heute eigentlich auch noch machen, ob ich das noch schaffe. Ich habe Zweifel. Ich möchte zumindest die 14 fertig kriegen. Die 31 werde ich eh nicht schaffen. Mal gucken, ob noch was für Gras übrig bleibt. Jetzt schauen wir mal schnell, was macht denn der Kompost. Der steigt noch brav, das ist gut. So. Okay, jetzt bin ich wieder da. Kompost steigt nicht mehr. Aber gut, jetzt ist bei 16,7. Für 16,7 verkaufe ich mir. Ist okay. Ich habe mir, glaube ich, das letzte Mal für besser verkauft. Aber ich nehme an, das nächste Mal wird das sowieso bloß wieder fallen. Fallen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch. Ich verkaufe hier kaum und trotzdem fallen halt die Preise so scheiße. Ja gut, ich glaube aber, das ist auch so gemacht, was man kaum verkauft, erholt sich schneller oder höher. Deswegen handle ich da vielleicht mal eine Chance. Wobei ich jetzt, wie gesagt, Kompost eh nicht mehr allzu viel verkaufen kann. Ich muss den Rest langsam mal streuen. Die 14 ist jetzt zur Hälfte fertig geprobert, vielleicht ein bisschen mehr. Danach muss ich ja noch Kompost drüber streuen. Und dann würde ich da ganz gerne mal anfangen, Gerste drauf zu knallen. Sämaschine steht ja schon da. Das müsste ich eigentlich bis heute Abend um 8 Uhr geschafft haben. Oh, müsste ich eigentlich sogar noch mehr schaffen. Eigentlich, aber das ist nur so eine Sache mit eigentlich.
Was ich auch noch anschauen möchte, ist Holz, ob ich nicht irgendwo anders Hackschnitzel kriegen kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann muss ich mir wirklich was von Jens Hacker holen. Mal gucken, aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was das jetzt gibt. Der Kompost, ja, 1,5. Also sagen wir mal, rechnen wir mit 1,5, es ist ja mehr, aber rechnen wir mit 1,5, 40.000 sind 60.000, also kommen wir über 400.000. Ist ja durchaus okay. Jetzt stellt sich nur die Frage, soll ich mir vielleicht erstmal kein Güllefass oder sowas holen oder hier ein Überlade-Universalfass, sondern lieber erstmal einen zweiten Schlepper. Die Frage habe ich mir, was heißt die Frage, stellt sich die Frage, es spukt halt so beim Kopf rum. Problem ist, der zweite Schlepper ist trotzdem teuer. Also da werden nicht irgendwie 200.000 reichen, denke ich mal, das wird mehr kosten. Aber mal gleich mal gucken. Können wir mal schatzeshalber schauen. Weil mit einem Schlepper komme ich natürlich nicht weit, das ist ganz klar. Aber im Moment habe ich sowieso keine Einnahmen, also von daher kann ich auch erstmal noch warten. Ich muss ja jetzt erstmal sehen, dass ich die Felder langsamer bestellt kriege. Vielleicht warte ich bis zur nächsten größeren Ernte. Wenn wir dann bei Feld 34 und sowas anfangen und unser Silo wieder ein bisschen füllen, unser Hofsilo, dass ich dann sage, okay, jetzt ist es mal Zeit für einen zweiten Schlepper, ne? Weil im Moment ist suboptimal. Erstmal verkaufen, bitte, danke. So, jetzt gibt es erstmal was auf die Gelduhr, womit ich durchaus gut leben kann, hoffe ich. Ja, passt schon. Jetzt fällt es natürlich auch schön, der Kompost, aber das macht jetzt erstmal nichts. So, jawohl. Huch. Na genau, sogar mehr als 60.000. Ja, ist okay. Passt schon. Sag mal, machst du aber dazu? Jawohl. Aber warte mal gucken, ob das reicht. Ich habe jetzt 409.000. Die Welt ist es nicht. 10.000 davon möchte ich sowieso gar nicht erst angreifen, weil ich ja Ausgaben habe in meinem Fuhrpark, auch wenn der noch sehr klein ist. Im Gegensatz zur NRF, da habe ich einen riesen Fuhrpark. Wer da ab und zu reinschaut, da habe ich ja wirklich mördermäßig was. Ja, das Feld steht eigentlich auch noch an. Das muss ich mal machen, wenn ich Urlaub habe oder so, oder viel, viel Zeit. Ja, das ist ja pervers, ne? Feld 9. Ich glaube, es waren sogar 28 oder 30 Hektar. Ich habe es dann auf dem Community-Server mal angeschaut. Oder waren es sogar noch mehr? Ah, ich weiß es nicht. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall waren es einige Hektar um die 30 und es war krank. Aber naja, gut. Jetzt bringen wir mal hier den guten Krampe zurück zum Hof. Und dann muss ich eigentlich das Feld weiter bestellen. Was ich aber zwischendrin mal kurz mache, ist eben nochmal nach Holz schauen. Erstmal, vielleicht kann ich das Rind hinballern. Weiß nicht, wie schnell dieses Sägewerk arbeitet. Drei Ladungen Kompost habe ich nochmal. Kompost sage ich schon. Drei Ladungen Stroh habe ich zum Komposter gefahren, so rum. Dass der auch mal weiter produzieren kann. Weil irgendwann möchte ich auch mal die 55 nochmal besäen. Da kommt Raps drauf, haben wir gesagt. Ja, jetzt aber erstmal 14 und 31. Die 14 habe ich ja schon scheiße angefangen, das haben wir ja gesagt. Weil eigentlich, also bei der 31 mache ich es jetzt genau andersrum. Ich werde erst Kompost streuen und dann krubbern. Dann müsst ihr nämlich eigentlich schon zwei Stufen drin haben. Und dann kann ich gleich nochmal Kompost streuen und dann bin ich bei der dritten Stufe fertig. Da brauche ich nicht mehr drüber gehen, wenn die Pflanzen das Wachsen anfangen. Das ist dann doch ganz gut. Praktisch. Weil ich habe im Moment keinen Schlepper mit Pflegereifen. Ich könnte also gar nicht nachher düngen. Es sei denn, wie gesagt, die erste Wachstumsstufe, dass die nichts beschädigt, aber das haben sie, glaube ich, anscheinend geändert. Weil, wenn ich da anschaue, bei meiner Privatkarte auf der NF, das war die erste Wachstumsstufe, was war da drin? Auf der 4? Raps? Nee, ist da Raps drauf? Ich weiß es nicht, ist ja egal. Habe ich mir angeschaut und wollte meinen Pflug rausziehen und habe gesagt, passt schon, Pflug hoch und ich kann zufahren, das ist ja erst die erste Wachstumsstufe. Ja, nee. Ich habe mir da eine schöne Bahn reingefahren. Ich habe dann gleich mal aufgehört und habe gesagt, was ist hier los? Das passt doch eigentlich nicht. Weil, huch. So, wo ist denn eigentlich der scheiß Kompost? Ach, der steht, glaube ich, auf Feld 11, der Kompoststeuer. Das passt ja nicht, weil eigentlich der dürfte ja nichts kaputt gehen auf erster Wachstumsstufe. Aber anscheinend haben sie da ein Update drauf und dann geht jetzt trotzdem was kaputt. Nicht ganz so schön. Aber gut, was soll's. So, jetzt fahren wir den zum Feld zurück. Weiß jetzt gar nicht, habe ich nicht mit befasst, woran das liegt, weil ich glaube echt auf dem Server, wo ich immer zock, da ist es also so, das heißt immer, ich war jetzt schon lange nicht mehr da, über eine Woche. Ja gut, mein Gott, ich habe halt scheiß Job und dann habe ich dann für mich was gemacht und dann war ich sowieso keine Zeit mehr. Boing, das war das Schild.
Dann habe ich gesagt, naja gut, was soll's. Also wegen Stress möchte ich auch nicht mehr deswegen geben. Heute Abend werde ich bestimmt ein, zwei Stunden drauf gehen. Aber im Moment fehlt mir einfach die Zeit. Jetzt geht's wieder, jetzt habe ich wieder bessere Schichten. Das ist okay. Naja. Ein Geblödel. Nee, da ist nämlich, glaube ich, also wie gesagt, da habe ich nichts kaputt gefahren. Da haben wir extra mal gesagt, man kann die erste Stufe reinfahren, das macht nichts. Aber hier eben im Privaten auf der NF habe ich mir echt eine Spur reingefahren und gesagt, oh Scheiße. Und dann habe ich eben dann lieber zurückgesetzt, bevor ich die Spur noch größer mache. Das ist doch kacke. Naja, was soll's. Auf der NF kann ich mir auf jeden Fall Helfer leisten, hier nicht unbedingt. Oh, jetzt gucken wir nochmal wegen Holz. Jetzt besuche ich nochmal zwei, drei Holzstätten. Also die untere kenne ich ja jetzt eigentlich. Wie gesagt, ich kann nochmal auffüllen, ja. Aber mehr ist da nicht zu tun. Da gibt es keinen irgendwie... Huch, Alter. Da gibt es keinen einzelnen stationären Hacker, außer ich bin blind. Weil ich möchte gern so eine Hackschnitzelverarbeitung haben. Also Hackschnitzelherstellung so. Ja, wenn es sowas halt nicht gibt, dann muss ich mir vielleicht wirklich doch einen Jens-Hacker holen. Wäre aber blöd, weil es wieder eine Ausgabe wäre, die ich mir sparen könnte. Aber naja, kann natürlich sein, dass ich das dann machen muss. Huch. So. So. Motor aus. Jetzt gucken wir nämlich nochmal schnell. Erstmal will ich ja jetzt mal wissen, wie ist jetzt der Preis. Vom Kompost. Ah, auf 84, aber er geht wieder rauf. Auf die 15 noch was. Genau, ich habe nämlich damals für 16,78 verkauft oder 16,70 oder sowas. Und dann ist er noch weiter gestiegen, da habe ich mich noch geärgert. Ja, so war das. Naja, jetzt muss ich mal gucken, wann mal wieder was steigt, wirklich effektiv. Was ist denn über dem Kompost? Grassamen. Ja, habe ich nicht. Leider verloren. Ach ja, deswegen wollte ich einen anderen Drescher noch holen auch. Wolle steigt, ja, kann ich auch vergessen. Und Gartensalat habe ich auch nicht. Okay, prima. Holzpellets habe ich sowieso nicht. Haben wir noch irgendeinen vernünftigen Preis für irgendwas? Tomaten, ja, ganz klasse. Sojabohnen habe ich nicht genug, glaube. Also können wir das irgendwie vergessen. Na, Soja habe ich genau die 50.000. Nee, die heben wir auf. Sonnenblumen auch. Ich könnte maximal ein bisschen Weizen verkaufen. Noch bei der Mühle. Aber jetzt habe ich den Schlepper schon wieder hingefahren. Ja, dann machen wir es auch nicht. Was soll's. Dann lassen wir es gehen. Das wäre die Idee, die man machen könnte. Ja. Bisschen Weizen hin. Wäre okay. Das ist eigentlich das Einzige, was ich machen kann. Und der Ölmühle Sonnenblumen ist nicht schlecht, der Preis. Aber habe ich auch nicht viel. Ich möchte bei 100.000 bleiben. Schade. Nee, wird nichts. Also gut, jetzt wollte ich aber schauen. Also beim Sägewerk gab es ja nichts. Definitiv nicht. Wo gibt es eine Möglichkeit? Es kann ja nur noch bei der Verpackungsfabrik sein, bei Deutsche Pellets. So, was macht denn diese Verpackungsfabrik? Also hier kommen Waren aus... Also kommen hier auch Hackschnitzel raus. Aha. Moment. Lucky, Lucky, Chip, Chip. Interessiert mich jetzt schon. Muss aber F1-Menü einschalten. Das habe ich nämlich ausgeschalten gehabt. Warenannahme, okay. Hier meine Warenausgabe. Okay. Zeig mal her. Was gibt's denn hier? Wareneingang, Paletten und Brennstoff, okay. Und es gibt Leerkarton. Aha. Ja und? Paletten, hier sehe ich ein. Brennstoff, andere Seite, aber das ist doch was ganz was anderes hier drüben. Ach, ich bin doch bescheuert. Hier sind wir. Hier, Bretter, Paletten rein und ich kriege Hackschnitzel und Paletten. Aber das ist halt auch nicht so viel Hackschnitzel, die da rauskommen. Das ist nur ein bisschen ein Überschuss. Das ist wie auf die ganzen anderen Karten auch. Oder wie auf der NF, da ist ja auch so ein Palettenwerk. Das reicht nicht. Da brauche ich echt so einen scheiß Jens-Hacker. Das ist doch zum Kotzen.
Was gab's hier? Hier haut man Paletten rein und Brennstoff und kriegt Kartons, genau. Ja, auch ganz schön, aber. Ja, und die Brennstoffe kommen hier rein, ne? Ja. Tja. Das wird so nix. Ja, gucken wir jetzt nochmal schnell zum Sägewerk. Ich möchte mal wissen, wie schnell das arbeitet. Ja, der Baum ist immer noch nicht weg, der Ast ist immer noch nicht genommen. Also es scheint relativ langsam zu arbeiten. Ja. Weil das ist ja eine halbe Stunde her, dass ich hier war. Also ich nehme an, die Hackschnitzel müssen über 0% sein, damit ich auch was sehe davon. Also auf den NF geht halt viel mehr rein. Da sieht man auch optisch, dass die Stämme viel höher gehen bei dem anderen Sägewerk. Oder ist das wirklich wahr, ein verkleinertes Sägewerk von Mahu? Weiß ich ja nicht. Oder ist das das Original und das auf der NF ist abgeändert? Das kann ja auch sein. Auf jeden Fall können wir das vergessen. Ich brauche wahrscheinlich so einen Jens-Hacker. Erstmal, um ein bisschen vernünftigen Amount, vernünftige Anzahl von Hackschnitzel zu kriegen, weil das da unten, gut, das ist direkt verkauft, da kann ich Holz einfach reinballern. Mehr ist das hier ja nicht. Leider. Weil wenn man hier die Hackschnitzel kriegen könnte, das wäre natürlich cool, aber das geht halt nicht, ne? Hier gibt es also. Lass mich doch mal da rein. Nee, willst du nicht, ne? Arschkrampe. Warte, das da, ne? Ihr seht ja das, was ich meine. Da, das sind doch Hackschnitzel. Warum können die nicht irgendwo rausfallen oder so? Nö. Ja, ist alles nur Optik. Sieht cool aus, ist echt schön gemacht, aber bringt leider nichts. Das ist reiner Verkauf hier. Tja. Ich brauche ja nur die Produktion. Ich glaube, das sieht man, wenn man oben rein fährt, dann steht auch da Verkauf und Produktion. Irgendwo, aber wo ist das? Wo teilt sich denn das auf? Von der anderen Seite, oder? Ich bin von der falschen Seite gerade gekommen, kann es sein? Ja, definitiv. Hier oben ist man nämlich, glaub. Ja doch. Klar, da unten geht's lang. Ja, und dann nämlich ansteht hier Verkauf und nach oben Produktion. Na genau. Ja, direkt Verkauf bringt ja nichts. Okay, also ich weiß zumindest ungefähr, wo ich bin. Ja, und da ist der Turm. Okay. Tja, da ist eine große Betonfläche, die ich als Unterstellmöglichkeit für Fahrzeuge nehmen kann. Wie wir es auch gemacht haben am Anfang auf der Community-Karte. Mittlerweile ist da ein bisschen mehr, da ist auch die Düngerproduktion. Die werde ich ja nicht brauchen. Nicht zu vergessen, wir sind hier auf dem Bio-Projekt. Ich habe das Gülle-Paket mir neu drauf geguckt. Das könnte ich mir eigentlich nochmal schnell anschauen. Ob das auch wirklich alles drauf ist, das war eine, ja, doch. Güllepack, da steht es ja auch. Und das müsste auch das vom Güllepack sein. Es hat nämlich ein Update gekriegt. Ja, klar, das passt schon. Premium Integral. Ja, Mono ist natürlich Quatsch, wenn dann das hier nehmen, wenigstens. Ja, und das kann ich aber sagen, Pflegereifen, ist das richtig? Jawohl. Gut, okay, das sehe ich halt, so habe ich immer noch das Richtige. Alles gut. Und Design, Teleskopachse, Saugarm, nur Teleskopachse, nur Saugarm. Ja, wir brauchen natürlich volles Ballett. Hilft ja alles nichts. Na gut, dann würde ich sagen, lasse ich es jetzt hier erstmal. Also ich brauche definitiv einen Jens-Hacker. Jetzt könnte man mal schauen, was kostet so ein scheiß Jens-Hacker? Forst. Wo sind wir denn? Zu weit, ne? Wo war Forst? Hier ist Forst. Wir könnten uns aber nach einem, ich könnte mich natürlich auch erstmal nach einem Mod Jens-Hacker aus durchgucken. Das ist nur eine Kettensäge, das nützt mir gar nichts. Das ist eine Baumpflanzmaschine. Ist auch gut, das ist der Heizomat. Ja, zerkleinert Baumstämme in Hackschnitzel, aber da kriegst du, glaube ich, kein Produkt-Hackschnitzel raus, oder? Ach, so ein Ding habe ich übrigens gestern, war es gestern? Nee, vorgestern, RL gesehen, ist an mir vorbeigeheizt. Mit einem fetten 1050er Fan vorne dran. Mitten in Nürnberg. Ja, der wollte weg wahrscheinlich. Ich glaube, der war bei dem Servicehändler, da ist nämlich direkt gegenüber von uns, geht es zu so einem kompletten Servicehändler rein für alle möglichen Maschinen. Da siehst du immer Baumaschinenrinder heizen und landwirtschaftliche Maschinen. Da ist schon auch schon einer mit der Ballenpresse reingefahren. Und das in einer Stadt wie Nürnberg, ne? Ja gut, Stadt. Es ist auch sowas. Es ist eigentlich eine Großstadt, aber nur auf dem Papier. Es ist ein ganz schönes Kaff. Ne, habe ich das Ding vorbeifahren sehen. Genau das, ja. Cool. Ich möchte aber eigentlich eher den da.
zerkleinert Baumstämme in Hackschnitt. Und da ist es nämlich egal, welche. Und da gehen nur kleine. Problem, ja gut, hier geht halt ein Minischlepper auch ran. Aber ich bin mir nicht sicher, verkauft der direkt? Nee, ich glaube, da gab es einen anderen. Der verkauft direkt ans Hand. Nee, der verkauft auch nicht direkt ans Heizwerk. Ach, das ist der Selbstfahrer, kann das sein? Oder Selbstbelader oder irgend so. Ja, der ist relativ teuer, aber wäre natürlich cool, ne? Braucht aber auch gewaltig Leistung. Aber gut, 250 PS hätte ich. Ja, der Samporosenlöte, das ist der kleine, das nützt mir nichts. Ponze Buffalo's Transporter. Was habe ich denn noch? Ich habe hier einen Akkus. Na, der bringt nichts, ne. Ja, sonst Kidder halt, klar, zum Rausknallen. Alles gut, aber. Ja, der ist auch zum Rausfahren. Nee, ich habe keinen anderen Hacker drauf. Echt nicht. Dann habe ich bestimmt die anderen Häckselmaschinen für LS15 gedacht. Dass ich da nämlich noch ein paar habe. Es kann sein. Aber hier eben nicht. Jetzt ist die Frage, den oder den? Also können tun sie es beide. Der ist halt ein Selbstfahrer hier. Natürlich nur wie ein Förderband, mit 5 Stundenkilometer, kannst du vergessen. Und natürlich erstmal hier trotzdem irgendwo in den Arbeitsbereich fahren. Aber da würde ich Hackschnitzel kriegen, das geht. Und wo ballert er die raus? Der hat ja bestimmt dann irgendwo eine Waren aus. Ach so, natürlich muss ich da hinten dran einen Hänger stellen. Ja, genau. So ist es bestimmt. Ja, hole ich mir jetzt so ein Ding oder nicht? Also eigentlich brauche ich es, ganz ehrlich. Und es wäre echt die Überlegung, gleich das Große zu holen. Ich mag Holz nicht, aber hier auf der Karte muss ich einfach damit leben. Ich brauch's. Es nützt nichts. Andere Möglichkeit, wir schauen erstmal nach einem Schlepper. Wenn es finanziell machbar ist. Das ist die zweite Frage. Ich bräuchte einen größeren. Also ich muss definitiv ein bisschen was. Ja, ein Lamborghini will ich nicht. Das ist für mich ein Rennwagen und kein Schlepperfabrikant. Aber gut, das ist bei Porsche ja genauso. Aber die haben ja auch, produzieren ja auch keine Schlepper mehr. Ich glaube, Lamborghini produziert noch. Ja, Fastrack, aber der ist so teuer. Der hätte 280 PS. Oder 59er Axion in der Ausführung, wie ich ihn haben möchte, kannst du vergessen. Zu teuer. Komme ich mit 190.000 auf keinen Fall hin. Hier ist der kleine Akrotron. Ja. Der blendet auch ziemlich. Den habe ich auf der NF. Also die Farbe von dem blendet sehr stark, muss man sagen. Ja, ein Challenger, also nicht wirklich. Tut mir leid. Aber ganz abgesehen davon kann ich mir gar nicht leisten. Kostet ja viel zu viel. Fendt kann ich vergessen. Preislich. Series 9 Design Edition kann ich preislich vergessen. Der war ganz nett. Ach, der hat, glaube ich, auch eine Schmalmotorausführung, ne? Ja. Die hier. 785 PS. Ist natürlich Unsinn. Kompletter Unsinn. Den da gibt's ja. Aber das da ist. Schmarrn. Sorry, totaler Schmarrn. Ja, den werden wir uns auch noch holen. Den fand ich nämlich ganz geil, auch so von der Optik und vom Ding. Aber wenn ich mir den jetzt holen würde, in der Ausführung, wie ich ihn gern hätte, Bandlaufwerke ganz bestimmt nicht, Terrarreifen, Zwillingsbereifen, Breitreifen und Radgewichte, Breitreifen. Gut, wenn man jetzt Breitreifen und Radgewichte macht, geht ja vom Preis her, ist okay. Felgenfarbe würde man so lassen. Design, Digi-Camo ganz bestimmt nicht, Stickerbomb, Digi-Blue, ne, Standard, einfach ganz normal. Ja gut, aber kostet auch schon fast 300.000. Hätte ich, aber will ich nicht ausgeben. Also entfällt der Schlepper, muss man einfach so sehen, wie es ist. Der Schlepper entfällt. Der hat nur 193 PS, der reicht nicht für den Jens. Ja, den MB-Truck können wir auch vergessen. Gehe ich schwer von aus, oder? Was kann man hier was auswählen? War das der hier? Ne, der war es eben nicht. Dann war es der andere, der hier so dasteht, genau. Aber da kommt man auch nicht hoch genug. 210 PS. So habe ich ihn jetzt auf der NF als Waldtrecker, aber das reicht mir jetzt nicht. Ich brauche ja 250 Minimum, damit die Maschine läuft. Also sinnvoll läuft. Steier. Was würde der kosten? Oh, den gibt's. Oh, den gibt's aber hart. Der nimmt dich hart, ey. Okay, es würde ja so erstmal reichen, aber selbst das ist schon wieder. Ne? Ja, und in Rot, nee, nicht wirklich. Wenn, dann würde ich ihn vielleicht sogar wirklich in so Chrom oder Silber oder sowas nehmen. Radsetup wieder eher so Breitreifen. Nokian. Ah ja. Den Schlepper in Pflegebereifung. Ganz bestimmt. Ich möchte nicht wissen, wie bescheuert das aussieht.
Hier Breitreifen und Radgewichte, Design mit Warntafeln, Felgenfarbe kann man so lassen, Designfarbe kann man so lassen, Design Steuerschrift rot, Steuerschrift weiß, Steuerschrift grau, Steuerschrift schwarz, ja rot, warum nicht? Ja, und dann kostet auch schon 250.000. Nee, Schlepper entfällt, sorry. Geht nicht. Also haben wir da ein bisschen im Shop rumgegammelt, sorry. Ein bisschen was erzählt, was so abgeht, wie es privat aussieht im Moment. Einfach überhaupt keine Zeit. Ich schaffe halt hier mit Mühe und Noten ab und zu mal ein Video. Weil, gut, die letzten Tage hat es gut geklappt, muss man sagen. Und heute Abend, also und heute Nachmittag, bin ich auch auf jeden Fall auch nochmal am Server. Jetzt auch wieder etwas öfter. Sagen wir, 2-3 Mal die Woche schaffe ich jetzt wieder. Ich habe wieder andere Schichten, das ist besser. Naja, dann danke ich jetzt fürs Zuschauen. Sorry, dass wir da so viel gebarft waren, so viel rumgucken, aber im Moment ist es halt noch, gehört es noch dazu. Ja, dann ist echt die Überlegung, ich hole mir das Jens-Ding, komm. Ich könnte ihn bedienen. Ich habe 280 PS mit dem MF, den ich habe. Passt. Und dann ein bisschen Hackschnitzel produzieren, weil so wird es nichts. Das können wir vergessen. Ja. Das ist viel zu wenig Hackschnitzel, die da rauskommen. Und Stroh kann ich nicht so viel reinballern, weil ich Stroh zum Düngen brauche. Also den Kompost dann, den ich da draus mache. Naja gut, danke fürs Zuschauen. Gerne Like oder Kommentar. Es passiert jetzt langsam hoffentlich mal was. Mal gucken, ob ich mir jetzt, wie gesagt, vielleicht kaufe ich nicht mehr. Das mache ich dann im nächsten Part. Sorry, dass es so viel gewarf war und so viel rumgucken. Bis denn.